Für die Energiewende brauchen wir unbedingt Energiespeicher. Und die TU Darmstadt hat sich zusammen mit anderen Forschungsinstituten eine ziemlich krasse Sache ausgedacht. Die haben die Idee, alle Kohlekraftwerke hier in Deutschland zu Energiespeichern umzubauen. Und dafür wollen sie was Besonderes nutzen, und zwar Eisen zur Speicherung. Denn in Eisen kann man durch chemische Prozesse ganz schön viel Energie speichern und örtlich und zeitlich getrennt davon dann wieder freisetzen. Umweltfreundlich soll das Ganze auch noch sein. Wie das Ganze funktioniert und wie vielversprechend Eisen als Energiespeicher ist, darum geht's heute. Und ich kann schon mal teasern, die Idee hat mich wirklich umgehauen und die ist deutlich, deutlich besser als das meiste, was ich bis jetzt im Bereich Energiespeicher gesehen habe. Und damit willkommen bei Breaking Lab. Jakob hier, los geht's. Bis 2030 werden wir in Deutschland schätzungsweise 100 Gigawattstunden an elektrischer Speicherkapazität brauchen. Aktuell sind wir aber erst bei rund einem Drittel davon. Das Forschungsprojekt Clean Circles der TU Darmstadt und des KIT hat jetzt eine spannende Technologie vorgestellt, um vorhandene Infrastruktur für Energiespeicher zu nutzen. Sie wollen Kohlekraftwerke umbauen bzw. retrofitten. Aber dieser Umbau, der soll sich nur auf einen kleinen Teil des Kraftwerks beziehen. In den Kraftwerken soll dann keine Kohle mehr verbrannt werden, sondern tatsächlich Eisen, was etwas verrückt klingt und auch nicht wirklich mit dem Verbrennen zu tun hat, was man sich jetzt direkt vorstellt und was ziemlich genial ist. Das schauen wir uns sofort an, aber vorher noch ein Fakt, den ich ziemlich beeindruckend fand. Denn wenn man alle Kohlekraftwerke der Welt so umbauen würde, dann könnten laut diesen Forschungsgruppen die globalen CO2-Emissionen um rund 30% zurückgehen. Natürlich muss man bei solchen Versprechungen immer ein bisschen kritisch schauen, was da wirklich dran ist. Deswegen schauen wir später auch nochmal genau darauf, wie realistisch das Ganze ist. Aber kommen wir erstmal zur Technologie. Die Grundidee hinter der Technologie ist, dass Eisenpulver abwechselnd reduziert und oxidiert wird. Also beim Reduzieren wird ja im Endeffekt Rost durch Zufuhr von Energie wieder zu Eisen und bei der Oxidation wird Eisen mit Sauerstoff zu Rost und gibt dabei halt Energie ab. Genauer gesagt hat man am Anfang einfach nur Eisenoxide, also sowas ähnliches wie Rost, das ist noch ein bisschen komplizierter, und der wird dann mit Hilfe von erneuerbaren Energien chemisch reduziert, also ihm wird der Sauerstoff entzogen. Das kann, wie ihr hier seht, entweder elektrochemisch oder thermochemisch gemacht werden. Der erste Fall, der würde ähnlich wie die Wasserstoffelektrolyse funktionieren, das heißt, die Eisenpartikel, die werden in so einer Flüssigkeit gelöst und durch diese Lösung wird dann Strom geleitet und dadurch entweicht der Sauerstoff aus dem Eisenoxid. Eine zweite Möglichkeit wäre, grünen Wasserstoff zu nutzen, der als Reduktionsgas dient und den Sauerstoff quasi abstreift davon. Die zweite Methode, die steht gerade eher im Vordergrund, weil sie technisch einfach viel fortgeschrittener ist als das elektrochemische Verfahren. Da hätte man zwar theoretisch das Potenzial, höhere Effizienz zu erreichen, weil dieser Zwischenschritt mit dem Wasserstoff nicht gebraucht wird, aber wie gesagt, das ist im Vergleich einfach noch nicht so ausgereift. Das hier ist Joule, eine ziemlich coole Tiefkühlkost mit einem relativ einfachen, aber doch irgendwie innovativen Prinzip, und zwar hochwertige Zutaten, eine gesunde Kost ohne Zusatzstoff. Das Schöne ist, dass ich jetzt einfach in 8 Minuten mir ein vernünftiges Essen zubereiten kann. Etwas, was in meinem relativ hektischen Alltag oft untergeht. So, mein Gericht ist fertig. Und das Schöne ist, ihr könnt einfach aus über 40 Gerichten auswählen, ob es jetzt High Protein ist, Low Carb, vegetarisch, vegan oder mit Fleisch. Es gibt ganz viele Gerichte. Ich habe hier jetzt tatsächlich die High Protein Rainbow. Ich versuche gerade ein bisschen sportlicher zu werden. Morgen werde ich wahrscheinlich die Linsenbolo nehmen. Und das Schöne ist auch, dass das Ganze super simpel im Bestellprozess ist. Es gibt kein Abo. Das heißt, ihr verpflichtet euch zu nichts. Und es ist sogar so, dass 97% der Verpackungen aus Pappe oder biologisch abbaubaren Materialien sind. Auch eine ziemlich gute Sache. Und wenn euch das Ganze interessiert, dann ist der Link jetzt in der Videobeschreibung. Und sonst würde ich sagen, lasst es euch schmecken. Um dann die Energie wieder freizusetzen, also sozusagen die Batterie zu entladen, muss der Prozess ja wieder rückgängig gemacht werden. Dafür wird das Eisen dann wieder oxidiert, also wieder in Kontakt mit Sauerstoff gebracht. Da gibt es dann auch wieder zwei Möglichkeiten für. Also entweder man verbrennt das Eisen, das wäre dann der sogenannte Dry Circle, oder man oxidiert es in Wasserdampf oder anders gesagt der Wet Circle. Der Dry Circle mit dem Verbrennen ist aktuell gängiger. Der Wet Circle wäre eher dann interessant, wenn vor Ort halt auch noch irgendwie Wasserstoff gebildet werden soll, der dann zum Beispiel in der lokalen Industrie eingesetzt werden kann. Naja, und die Stromgewinnung, die läuft hier ganz klassisch, denn bei der Oxidation wird Wärme freigesetzt und diese Wärme, die erzeugt Dampf, also Wasserdampf, und der kann dann wieder in Turbinen zu Strom umgewandelt werden. Okay, und warum finde ich das Ganze jetzt so spannend und wollte darüber unbedingt hier auf dem Kanal sprechen? Es gibt eigentlich drei Gründe. Also zum einen ist Eisen günstig und im Überschuss vorhanden.
Zweitens ist der Prozess ja umkehrbar. Also man kann Eisenoxide in Eisen umwandeln und wieder zurück. Das gleiche Eisen kann also immer und immer wieder verwendet werden. Also wirklich nicht nur so 10-mal oder so, sondern unendlich. Drittens, die Energiedichte von diesem Eisenspeicher ist relativ hoch. Also schaut man sich zum Beispiel im Vergleich Wasserstoff an. Dann könnte ein 3-Personen-Haus mit einer Flasche Wasserstoff nur so 3 bis 4 Stunden klarkommen, mit einer eisengefüllten Flasche aber ganze 2 Tage. Eisen hat aber noch einen vierten Vorteil, vor allem gegenüber anderen Energieträgern wie Wasserstoff oder Ammoniak. Eisen lässt sich halt relativ einfach und ohne große Gefahr transportieren. Es ist kaum giftig und damit also viel unbedenklicher als Ammoniak. Und man braucht auch nicht so hohen Druck oder extrem kalte Temperaturen wie beim Transport von flüssigem Wasserstoff. Und ich weiß, das klingt mega verrückt und so, als würde das gar keinen Sinn machen, aber ich komme auch gleich noch zum Thema Energieeffizienz und sowas. Und da stecken halt wirkliche, relevante, anerkannte deutsche Forschungsinstitute hinter. Also das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Ihr merkt, ich bin ein richtiger Fan von der Technologie. Okay, aber kommen wir jetzt mal zurück zu konkreten Zahlen. Und wenn man über sowas spricht, ist ja immer wichtig, dass man irgendwas hat. Und dafür ist die sogenannte Round-Trip-Efficiency ein relevanter Wert. Also man hat eine gewisse Menge an Strom, die an einem bestimmten Ort und Zeitpunkt gespeichert wird. Und die Round-Trip-Efficiency ist dann die Angabe dafür, wie viel Prozent vom ursprünglichen Strom wieder aus dem Energiespeicher generiert werden kann. Laut der Forschungsgruppe landet man dabei ca. 30%. Dieser Wert, der stammt aus einer Studie, die sich gerade noch im Peer-Review-Verfahren befindet, also von anderen Forscherinnen und Forschern nochmal geprüft wird. 30% klingt auf den ersten Blick nach gar nicht so viel, aber damit ist Eisenoxid laut dieser Forschungsgruppe vergleichbar oder sogar leicht besser als Wasserstoff. Ich habe die Angaben zu Wasserstoff auch nochmal nachgeprüft und ihr wisst ja, dass da auch sehr, sehr verschiedene Zahlen kursieren, aber es gibt zum Beispiel eine relativ aktuelle Metastudie und da liegt diese Roundtrip-Efficiency von Wasserstoff tatsächlich je nach Verfahren bei etwa 28%. Das hängt dann noch von vielen anderen Faktoren ab. Aber man kann auf jeden Fall sagen, also dieser Wert, der ist schon ziemlich gut und vor allen Dingen in einem Bereich, wo wir auch über andere Technologien sprechen. Und dazu, dass diese Effizienz halt nicht schlecht ist, kämen beim Eisen ja noch ein paar weitere Vorteile hinzu durch diesen einfacheren Transport. Und wenn man den ganzen Kraftwerksprozess optimiert, kann man die Effizienz noch steigern. Zum Beispiel, wenn man nicht nur den Strom nutzt, sondern auch die Wärme der Verbrennung in Fernwärmenetze einspeist und damit eben Haushalte heizt. Das ist natürlich kein spezifischer Vorteil von dem Eisenoxid, sondern das kann man auch bei anderen Energieträgern machen. Aber das ist halt ein wichtiger Faktor und man kann hier schon sehen, okay, da ist auf jeden Fall nochmal Optimierungspotenzial. Ihr merkt, ich finde das Projekt sehr spannend, auch weil es mal eine ganz andere Richtung ist, die man so wahrscheinlich vorher noch nicht so viel gesehen hatte. Aber natürlich kommt auch in diesem Video mein großes Aber, wo wir nochmal kritisch auf das Thema schauen. Also ich beruhige mich jetzt mal, gehen wir einen Schritt zurück und schauen mal darauf, was sind denn die Probleme. Und ich muss tatsächlich am Anfang einmal sagen, so einen riesengroßen Haken, den konnte ich erstmal tatsächlich nicht finden. Aber leider existiert so ein Eisenkraftwerk auch noch nicht und deswegen muss man dazu sagen, die Angaben zur Effizienz und so, die konnten jetzt noch nicht in der Praxis überprüft werden. Die Arbeitsgruppe, die ist gerade dabei, ihren Piloten fertigzustellen und ab dann ist es ihr Ziel, alles auf so ein Industrieniveau hochzuschrauben und das Ziel von ihnen ist da tatsächlich konkret das Jahr 2030. Da sollen die ersten Kohlekraftwerke retrofittet werden, was weit weg klingt, aber tatsächlich sind es halt auch nur noch 6 Jahre. Es gibt so ein paar technische Fragen, die da noch offen sind. Das wäre sowas wie, wie groß müssen die Eisenpartikel idealerweise sein oder wie dicht sollte das Eisenpulver sein, damit die Verbrennung gleichmäßig und vollständig abläuft. Aber das sind Fragen, die bald an der TU Darmstadt selbst getestet werden können, denn dort gibt es so ein Kraftwerk für Forschungszwecke, wo man dann an genau diesen Fragestellungen arbeiten kann. Beginnen wollen sie damit bis Ende des Jahres und das Ziel von dem Ganzen ist es halt eben, funktionell eine bestimmte Schwelle zu demonstrieren, die dann zeigt, dass ein industrieller Scale-up wirklich realistisch sein kann. Sprich, der Labormaßstab, der soll verlassen werden und für den industriellen Maßstab soll dabei gelernt werden. Okay, also was kann man jetzt als Fazit daraus mitziehen? Die Idee ist auf jeden Fall genial. Ich finde, es ist super, super smart und es ist auch ein total spannender neuer Ansatz, den man so noch nicht gesehen hat. Und ich will mir das Ganze unbedingt vor Ort anschauen. Also ich werde auf jeden Fall versuchen, möglich zu machen, dass wenn dann zum Beispiel dieses Forschungskraftwerk läuft und da die ersten Versuche stattfinden, dass wir als Breaking Lab mal dahin können. Deswegen auf jeden Fall Abo schon mal da lassen und Glocke anmachen, damit ihr das nicht verpasst. Und ich würde auch sagen, tatsächlich im Vergleich zu vielen anderen Speichern, über die ich hier spreche oder über die auch ganz, ganz viel auf YouTube gesprochen wird, ist das auf jeden Fall was, wo man sagen kann, okay, da sind Institute hinter, wo ich relativ viel Vertrauen drin habe, dass die sehr sorgfältig arbeiten und vor allen Dingen bei ihren Versprechen, was die Effizienz zum Beispiel angeht, da
auch nicht irgendwie lügen würden oder sowas. Das heißt, da ist auf jeden Fall ein riesengroßes Potenzial. Natürlich darf man nicht desto trotz da vergessen, dass das Ganze noch am Anfang ist und dass es viele Dinge gibt, die halt in der Praxis noch erprobt werden müssen. Aber wir haben natürlich auch mit denen gesprochen, der Forschungsgruppe selber, und die sagen halt auch, das ist gerade eigentlich, also die Grundlagenforschung, die ist schon ziemlich weit, da wissen die schon ziemlich viel. Das große Problem oder die große Hürde ist gerade, halt das jetzt in die Praxis umzusetzen und vor allen Dingen dabei halt solche Dinge wie Genehmigung, Finanzierung und sowas zusammenzukriegen. Aber das, würde ich sagen, sind alles Probleme, die man durchaus hinkriegen kann. Deswegen würde ich persönlich sagen, ich halte das für ziemlich vielversprechend. Aber was sagt ihr denn dazu? Schreibt mal eure Meinung zu diesem Energiespeicher in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Und vielleicht habt ihr auch noch weitere Vorschläge für andere Themen in dem Bereich, die ich mir mal anschauen soll. Und ansonsten findet ihr hier noch einen anderen Speicher, über den ich schon gesprochen habe, und zwar potenzielle Speicher. Da geht es im Endeffekt darum, dass Massen rauf und runter befördert werden, um damit Energie zu speichern. Und das ist tatsächlich ziemlich faszinierend. Gibt es auch ziemlich viel Forschung mittlerweile zu. Also schaut euch das gerne an. So, also ich teste Joule jetzt seit ungefähr einer Woche und ich muss wirklich sagen, also ich bin tatsächlich echt begeistert. Und zwar ein Grund, und den finde ich echt so, so wichtig beim Thema Essen, stand auch in keinem Briefing oder sowas drin, das Thema Gewürze. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Essen nicht richtig gewürzt ist, und musste wirklich bis jetzt ungelogen nicht ein einziges Mal nachwürzen. Das fand ich sehr, sehr gut. Hier habe ich heute eine zitronige Pilzpasta. Ich bin mal sehr gespannt, wie das schmecken wird. Sehr gut. Zitrone schmeckt man auf jeden Fall sehr stark raus. Lecker. Und auch wieder gut gewürzt. Wenn ihr Joule selber mal probieren wollt, alle Infos dazu sind in der Videobeschreibung. Und ich sage, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Jakob.